So, da bin ich dann nochmal wieder, weil es ist mein Ehrgeiz. Weißt du, mein Ehrgeiz packt mich und ich will das halt jetzt einfach jetzt endlich schaffen. Ob ich das schaffe, ist so eine andere Geschichte, aber ich will es. I need it. I need it now. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich offscreen hier so zwei, drei Mal rumprobiert. Immer wieder verkackt. Und zwischendurch hat sich tatsächlich mal der Talisman aktiviert. Hier, der Talisman der Wiederauferstehung. Da denkst du, ich bekomme einen neuen? Nö. Wieso denn auch? Brauche ich ja nicht anscheinend. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier schon wieder 20 Tode hätte. Teilweise, weil Lava. Ne? Ich habe auch ausprobiert, mit dem stärkeren Schwert da irgendwie Schaden zu machen. Ich habe zwischendurch, wir hatten noch ein Juwel des Bösen oder sowas, mit dem wir halt unseren Nimpo wieder verstärken können und sowas. Zwei Stück hatten wir davon, damit habe ich jetzt meinen Feuerball-Gedöns jetzt hier verstärkt und freue mich darüber einen Keks. So viel verstärkt ist jetzt auch nicht, es macht immer noch wenig Schaden, aber halt ein bisschen mehr. Zwei, drei Striche oder sowas. Und ja, das war's im Prinzip. Lass den Scheiß. So, komm mal runter hier. Nein, nicht so. Nein, 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 nein. So war das nicht gedacht. Ich wollte eigentlich hier so ein bisschen Aufladenschaden machen, aber hat er nicht so toll gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Ja, hat er mich gleich nochmal, weil es so schön ist. Ja, ist es denn eine Possibility hier? Das läuft einfach schon wieder super. Ne, sonst weiß ich halt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, schnapp mich gleich ein zweites Mal hintereinander, du scheiß Drache. Das hat er nicht ein einziges Mal gemacht. Also so hintereinander, während ich jetzt hier am Testen war, ne? Nicht einmal. Ja, ja, leck mich. Fuyu. Fuyu, Drache. So schnell kann man wieder sterben. Es ist zum Kotzen. Ich meine, ich finde den Drachen cool, ich finde auch den Kampf an sich halt cool, halt nur, du stehst da, du hast keine Möglichkeit, irgendwie Sachen zu formen. Ich war am Suchen. Nirgendwo hast du wirklich halt, die Möglichkeit, diese gelbe Energie zu sammeln, damit du dann halt genug Heiltränke kaufen kannst oder sowas. Nirgends. Oder zumindest habe ich es nicht gefunden. Und, ja. Angenommen, ne, du hast tatsächlich bis hierhin alles verbraten. Dann stehst du da und hast einfach, ne, Arschkarte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, nicht ganz, aber naja. Wir haben uns keine Karte aus dem Arsch gezogen, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt kriege ich hier auch mal Ayanes Dingens, was mir vorher nicht angezeigt wurde, dass ich das habe. Aber jetzt habe ich's. Finde ich nett. Kann man machen. Muss man nicht. Kann man. So, dann machen wir das doch nochmal mit dem starken Schwert. Weil bisher war ich mit dem starken Schwert am besten dabei. Nahkampfwaffen, Dabilaru-Schwert, Gedöns des Todes. Mein, er ist ja relativ träge, er ist ja nicht so ein flinker Bursche. Also auch so manchmal, wenn er mich schnappen will, aber sonst ist alles okay. So. Viel getroffen habe ich ihn jetzt nicht, aber zumindest etwas. So. Ja, gleich zur Begrüßung hier erstmal so ein Ding. Finde ich super. So, warte mal, mach mal sowas hier. Mach das jetzt einfach normal. Oder sowas, ist auch okay. Ja, okay. Warum auch immer er mich gerade hier nicht trifft, ist okay. Bams! Hätte ruhig ein bisschen mehr Schaden machen können. Nein, ich wollte nicht wieder runter. Oh, okay. Hat der Drache mich gerettet, das ist aber nett. So. Können wir ruhig nochmal machen. Also es macht hier nicht so viel Schaden mehr, weil hier nur wieder so ein bisschen was. Und damit mache ich hier gerne ein bisschen Schaden. Zwischendurch hier nochmal draufhauen und da nochmal draufhauen. Jetzt weiß er, macht er nicht einen Schnappangriff. Ja doch, ich glaube, das könnte einer gewesen sein. Na egal. Hauptsache ist, wir können ihn jetzt hier erledigen. Es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Wo ich ja nichts dagegen habe. Bams. Und jetzt hier nochmal. Komm, einmal noch. Bams. Ja, zack, Wumms. Ist er down. Da ist er down. Ah.
Ja, wer wird denn gleich den Kopf in die Lava stecken? Ist ja nicht wahr. Na egal. Wir haben es geschafft. Hat ja auch nur 50 Versuche gedauert oder so. Sehr, 1000 göttliche Leben. Am Arsch. Die Popel-Dingens kann mir jetzt da auch nicht weiterhelfen. Na, also, das bisschen Leben, das ich jetzt dadurch mehr habe. Ich meine, klar, die Masse macht sie, weil inzwischen halt schon haben. Aber jetzt so der Einzelne, ne, weißt du? Da gibt's Besseres. Ne? So. Siehst du, die Dinger hatte ich eigentlich verwendet. Die haben aber jetzt irgendwie nicht mehr gezählt. Muss ich jetzt nochmal verwenden? Mal sehen, ob ich jetzt mehr Schaden dadurch mache. Wahrscheinlich. Ja, doch. Wenn ich das vergleiche mit dem Mal, als ich hier noch getestet hatte. Es hat insgesamt circa das Doppelte an Schaden gemacht. Fast. Nicht ganz, aber fast. Wir machen es dadurch halt stärker, aber jetzt auch nicht so mega overpowered, aber zumindest etwas. So. Und jetzt ab hier durch diese Tür. Oh. Level beendet. Ohne großes Tara auf einmal. Über eine Stunde. Ja, ich habe hier jetzt auch noch rumgetestet und ähnliches. Ja, dann würde die Zeit theoretisch auch noch drauf zählen, aber die tut's nicht. Junger Ninja. Kapitel 16. Dämonendämmerung. Seine bisherigen Abenteuer haben Ryo an einen entscheidenden Ort gebracht. Das Innere des Palastes von Sarkhan. Kann Ryo in seinen Tiefen den richtigen Weg finden? Fragen über Fragen. Und wer ist eigentlich Paul? Ich hab keine Ahnung. Warte. Weg mit euch! Weißt du, hier kriegst du wieder Fledermäuse. Über Fledermäuse hätte ich mich vorher noch gefreut. Die Leichtchen ist ein Ninja, der starb, bevor er seine Mission hat. Gott, er hat bestimmt eine Karte. Ach du Scheiße. Was ist schon wieder für eine Karte? Sans Tagebuch. 30. Januar. Ich habe neue Informationen erhalten. Den alten Legenden dieses Ortes zufolge erhält derjenige, der die verlorene Steintafel von den Zwillingsschlangen mit abhängt, Zutritt nach Sarkhan. Diese Steintafel scheint in 3 Stücke zerbrochen zu sein, die in ganz Vigor verteilt sind. Ich habe erfahren, wo ich die Bruchstücke finden kann. Ja, ich weiß, wo ich die habe. 5. Januar, Februar. Ich habe Hunger. Ich habe alle Teile des Dingens. Da finde ich ja nett, dass sie halt hier einem sagen, hey Mensch, ne? Hoffentlich hast du alle Teile dabei, sonst hast du eine kleine Arschkarte. Ne? Leben der Götter. So, und jetzt? Ach, diese Moskitomücken hier. Ich glaube, es hackt. Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Ich muss jetzt hier wieder einen Weg geben, um wieder hochzukommen, oder? Oder, ach, ich ahne es schon. Aber ich hoffe nicht, dass es das ist. Aber möglich ist es. Aber erstmal hier die Mistdinger erledigen. Und dann weiter gucken. So, warte. Einmal hier kurz aufladen. Ja, aufladen. Aufladen. Aufladen, hab ich gesagt. Hab ich. Weißt du, hab ich gesagt, ne? Meine Güte. Egal. Also meine Vermutung ist hier, ganze Zeit per Wandlauf hier irgendwie hoch. Das scheint auch irgendwie zu funktionieren. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ah. Okay. Es ist tatsächlich so wie befürchtet. Halleluja. Okay, damit habe ich Pfeile und ich bin weg. Hallo, ich sagte, ich bin weg. Gut, jetzt aber, ne? Leute, lasst mich! Danke! Die Tür wurde entriegelt. Nein, immerhin.
Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, da ist doch... Ist das nicht die... Ah! Hier bin ich. Okay. Ich weiß zumindest, wo ich bin. Dann muss ich von hier aus jetzt nur noch irgendwie wegkommen. Beziehungsweise ich muss ja jetzt hier in das Zentrum der Stadt wieder. Muss ich echt so einen arschweiten Weg jetzt zurückgehen. Nur um... Sag schon. Die Steintafel jetzt abliefern zu können. Und dann wahrscheinlich wieder zurück, damit man dann in den Palast reinkommt. Die eine Tür. Ah, das habt ihr euch ja gut überlegt. Was? Ach, hier war doch... Ah. Jetzt kann man es mal mitnehmen. Ja, hau mich gleich zu drei. Du bist mir auch so ein einer, weißt du? Frage ist nur, komme ich jetzt hier sehr gut wieder weg oder muss ich jetzt hier hoffen und bangen, dass ich jetzt hier nicht stundenlang hier gegen irgendwie Beppos kämpfen muss? Aber wie haben die sich das gedacht? Ich weiß es ja nicht. Zumindest gibt es hier Gegner, weißt du, gegen die du kämpfen kannst so ein bisschen. Wo du theoretisch Sachen farmen könntest. Aber ich habe darauf gerade irgendwie keinen Bock, besonders weil ich die ganze Zeit eh angehauen werde. So. Ich weiß, ich habe einen Lebenspuppel gesehen. Oder halt liegen lassen. Ach, da komme ich immer noch nicht durch. Ah. Ihr seid mir ja welche. Das bedeutet. Wir gehen mal hier lang. Weiter, 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 weiter. Hallo! Es ist nicht wahr! Jetzt, weißt du. Ich habe Drachen besiegt und die meinen hier immer noch hier Hallo sagen zu müssen. Es ist echt nicht wahr hier. Im Ernst, muss nicht sein. So, jetzt aber hoffentlich irgendwie weiter. Hier sind wir irgendwann mal durchgebrochen. Hallo? Where is Ryu? He's wandering around here somewhere, my excellency. Who knows what he's up to? And the Dark Dragon? To put it simply, it seems that the Dark Dragon, now free of its seal, is gradually absorbing the chaos of the battlefield and becoming a truly evil blade. It's not surprising that we did not know its true capacity, as the ancients were so careful to conceal it. Now, it is a weapon of extraordinary power, the likes of which have never been seen throughout human history. Whoever possesses it... Do I sense greed in your voice? Of course not, Excellency. Good. That is wise. You will be rewarded handsomely, I assure you. Lass mich raten, gleich kommt hier wieder so ein Kunai-Messer mit Rationen und sowas, nur um hier zu sagen, hey Mensch, ne? Jakuyo in Klammern der Imperator hat irgendwas vor. Weiß nicht, ist das jetzt Jakuyo oder wer ist das? Ich habe ja keine Ahnung. Ist das einfach nur der Imperator oder hat er irgendwie noch einen besonderen Namen? Ich habe keine Ahnung. So. Hier sind wir wieder. Den Ort habe ich ja auch gar nicht vermisst, ne? Also überhaupt gar nicht. Lass das. Im Ernst. Ja, komm doch noch 50 Mal, ist mir doch Latte. So. Hallo. Bams, geköpft. Leute, so wird das nix. Lass das mal. Muss doch echt nicht sein hier. Es ist nicht wahr, ich komm manchmal einfach überhaupt nicht weg. Ich könnte kotzen.